Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder da seid. Im letzten Video habe ich euch ja gesagt, dass ich mich melde, wenn ich wieder arbeite. Und das ist mittlerweile schon 3,5 Wochen her. Aber ich dachte, ich melde mich jetzt mal und nehme euch die nächsten Tage mal so ein bisschen mit in meinen Arbeitsalltag. Oh, ich liebe es hier. Ich habe eben schon gedacht, es ist besser als Fernsehen. Weil hier kann man nämlich sitzen und dann kann man die Schafe und die Hühner beobachten. Das ist so gut. Aber ja, ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen in meinen Arbeitsalltag. Ich arbeite aktuell auf einer Erdbeerfarm. Wir picken die aber nicht. Wir ernten die aber nicht, sondern wir kümmern uns um die Pflanzen hauptsächlich. Die Triebe abschneiden, die alten Äste, wo die Erdbeeren mal dranhingen. Und alte Erdbeeren abschneiden, die schon überreif sind oder schimmelig, was auch immer. Das ist so die Haupttätigkeit. Und am Wochenende kommen Leute vorbei und pflücken die Erdbeeren selber. Genau, also es ist kein Pflücken, sondern halt sich um die Pflanzen kümmern. Und das mache ich halt jetzt schon 3,5 Wochen ungefähr. Und ich wohne hier aktuell bei Freunden, also nicht auf der Farm, wo ich vorher war. Ich glaube, das hatte ich im letzten Video aber auch schon gesagt. Und ja, habe jetzt noch ungefähr ja, 3,5 Wochen hier, bevor ich dann nach Deutschland fliege. Ich war auch heute schon arbeiten. Ich habe heute nur 5,5 Stunden gearbeitet. Das ist leider sehr häufig nur sehr kurze Tage, deswegen gehe ich 6-7 Tage die Woche arbeiten. Einfach um die Stunden auch reinzubekommen, dass ich so 40-50 komme. Also mindestens 40 auf jeden Fall. Lieber eigentlich bis zu 50. Einfach um die Zeit so komplett zu nutzen. Und ich wollte jetzt mal nach meinem Ölstand gucken. Den habe ich schon, weiß nicht, 4-6 Wochen, glaube ich, nicht mehr nachgeguckt. Und so ein bisschen die Schläuche und so weiter. Einfach so ein kleiner Check-up. Ja, man sieht schon, die Fliegen hier, die sind ein bisschen anders drauf als in Europa. Die fliegen halt auf jeden Fall sehr gerne in die Nase, in die Ohren und in die Augen. Überall da, ja, wo es sich anscheinend gut anfühlt. Genau, das mache ich jetzt aber mal. So, dann gucken wir doch mal. Oh, geh aus meinem Gesicht. Alles gut. Alles tutti frutti. Wunderbärchen. So, meine To-Dos werden damit abgearbeitet. Ich habe mich auch vorhin schon hingesetzt und habe mir ein paar Ziele aufgeschrieben für Deutschland, was ich alles erledigen möchte und was ich schaffen möchte in der Zeit und einfach um so ein bisschen Klarheit in meinen Kopf zu bekommen. Weil es eben aktuell habe ich mega das Chaos in meinem Kopf mit Dingen, die erledigt werden müssen vor Deutschland, die ich noch machen möchte, die ich dort machen möchte, die ich danach machen möchte. Mal ganz davon abgesehen, was für ein emotionales Chaos ich gerade habe. Von ich freue mich mega, wieder meine Freunde und Familie zu sehen, zu Nervosität, wie wird es sein, Aufregung, ich freue mich, ich bin traurig, dass ich hier nicht sein werde in der Zeit, auch wenn ich weiß, dass ich zurückkommen werde, aber ich lebe halt einfach aktuell in Deutschland nicht mehr, sondern hier und ich gefühlt werde ich einfach sehr aus allem gerade rausgerissen. Und ja, das ist so die aktuelle Gefühlslage quasi. Ist wahrscheinlich sehr schwer nachvollziehbar. Es ist auch wahnsinnig schwierig, das zu beschreiben, was so in mir vorgeht. Und ich wünschte, ich könnte es besser verstehen, aber ja, ich hoffe, das hat so ein bisschen Verständnis reingebracht. Ja, die Fliegen killen mich schon wieder, ne? Die sind so süß. Hier, die machen da hinten immer richtig Party. Drei Schäfchen.
mein kleines Babyschaf, was richtig zugenommen habe, seitdem ich hier bin. Die ist so fett, ey. Ja. Süß, ne? Und hier drüben auf der anderen Seite gibt es Esels. Süß. Hier ist so eine kleine Weidefläche direkt gegenüber. Sonst ist hier aber auch nichts los. Hier ist die Straße. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich stehe vor der Erdbeerfarm und fange jetzt an. Es ist 6.58 Uhr, also in 2 Minuten fange ich an. Also ich muss jetzt auch. Man sieht auf jeden Fall, dass ich ein bisschen fertig bin. Genau, habe eben gefrühstückt, meine Sachen gepackt und so weiter. Und jetzt geht's los. Heute ist Freitag, also morgen ist Pick Your Own. Da werde ich dann auch da sein. Aber heute erstmal das, was wir sonst immer machen. So, 2 Stunden später. Ich habe gerade Pause. Es ist 9. Ich habe immer von 9 bis 9.30 Uhr Pause. Das ist auch die einzige Pause, die wir machen. Weil wir meistens ja um 1 schon Feierabend machen. Oder beziehungsweise zwischen 1 und 2. Und wir dadurch keine Mittagspause machen. Wäre halt so ein bisschen unnötig. Und ja, ich esse jetzt mein Brot. Es ist auf jeden Fall mal sehr praktisch, einen Kühlschrank dabei zu haben. Weil dann kann man sich, also ich schmier mir die Brote halt immer direkt hier. Ja, und Joghurt und so, einfach alles dabei. Das ist so geil mit dem Wagen. Funktioniert auch alles super. Der Kühlschrank ist aktuell ab und zu ja nicht geladen. Also jetzt gerade ist er auch im Energiesparmodus. Das ist immer so ein bisschen doof, weil ich halt eigentlich immer nur 10 Minuten fahre und mal ins Fitnessstudio, was dann 40 Minuten sind. Da lädt es dann meistens richtig auf. Das ist der einzige Nachteil aktuell, weil ich nicht so weit fahre und die Batterie ja lädt, wenn ich fahre. Aber ja, sonst läuft eigentlich alles richtig gut. So mit dem Ausbau, Kühlschrank und Batterie und dies und jenes. Und überhaupt auch das Auto an sich. Und ja, ich esse jetzt noch mal weiter. Ich habe jetzt noch eine Viertelstunde, glaube ich. Habe hier noch einen Tee von heute Morgen. Ich bin richtig auf Schwarztee mit Milch hängen geblieben. Richtig geil. Guten Morgen. Es ist jetzt 6.30 Uhr. Ich bin vor, ich glaube, 45 Minuten aufgestanden. Bin aber auch schon seit 5 wach, weil die Hähne heute so abgegangen sind. Die haben hier in der ganzen Nachbarschaft so Gas gegeben, dass ich nicht schlafen konnte. Und mir sind 1000 Sachen durch den Kopf gegangen. Und ja, deswegen war es heute irgendwie ein bisschen sehr früh. Also ich bin ein bisschen früher aufgestanden als normalerweise, wenn ich am Wochenende arbeite. Heute fange ich aber um 7.30 Uhr an, statt um 8. Also muss ich eh früher raus. Wochenende ist immer 8 und unter der Woche 7. Und genau, heute ist Samstag. Das heißt, heute kommen die Leute und picken sich die Erdbeeren selbst. Genau, wir weisen die quasi am Wochenende immer ein. Also wir erklären denen, da gehst du hin, da machst du das und so funktioniert das und so viel Geld kostet das. Und das ist meistens Samstag immer 8 Stunden lang. Also 8 Stunden ungefähr eine Gruppe von meistens 4, 5 Leuten, 300 Leute halt erklären, wie es funktioniert. Da ist man am Ende des Tages schon ganz schön geschafft, sich immer wieder zu wiederholen. Aber es ist cool, es ist eine coole Abwechslung zu unter der Woche auf jeden Fall. Ich versuche euch mal ein bisschen mitzunehmen, aber es ist nicht so leicht, erstmal am Wochenende sowieso nicht. Und ich sag mal so, der Chef ist jetzt nicht so mega entspannt, wie man das sonst kennt aus Australien. Deswegen, ich guck mal, was ich machen kann. Es ist jetzt aber auch nicht wirklich spannend, aber ich dachte, ich zeige euch trotzdem mal ein bisschen was.
So, ich bin auf dem Weg. Es ist jetzt kurz vor 7:30. Ich fahre mal ungefähr, ich glaube, 7 Minuten oder sowas. Am Wochenende müssen erstmal die etwa 75 Mülleimer mit Mülltüten ausgestattet werden, damit die Gäste, wenn sie die Erdbeeren vor Ort essen, den Stunk und so weiter reinwerfen können. Und es gibt dann insgesamt 4 Gewächshäuser, die dann komplett ausgestattet werden müssen. Und der Grund, warum die Erdbeeren auf dieser Höhe wachsen, ist übrigens, weil man so auf der gleichen Fläche mehr anbauen kann und es ist deutlich einfacher zum Pflücken, wie man hier gerade sehen kann. Ich habe mir dann hier noch so eine kleine Erdbeere gemopst und ich kann euch sagen, die sind so lecker. Die leckersten Erdbeeren, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Oh, drop them all. No. So the strawberry she's picked. Oh yeah. So, 9,5 Stunden später ist der Tag geschafft. Wie ihr gesehen habt, habe ich am Ende doch noch gepflückt. Ich habe übrigens die letzte Mal immer gepickt gesagt, weil wir pick your own sagen. Aber es ist natürlich pflücken. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben die am Ende noch gepflückt, weil die dann so in kleine Containerboxen kommen. Und dann können die Leute die halt so kaufen. Also die gehen nicht auf den Market oder so. Also es bleibt alles auf der Farm. Also es ist nicht wirklich pflücken. Aber ja, wir haben so 4 richtig große Boxen voll gemacht. Und ja, sonst halt die ganze Zeit die Leute angeleitet mit so und so schneidet man die Erdbeeren ab und da sind die besten Früchte, geh ans Ende und kannst so viel essen, wie du willst. Also die Leute kaufen ein Ticket und sie haben dann eine Stunde quasi theoretisch eine Stunde einen Zeitslot und können dann so viel essen, wie sie möchten. Und wenn sie halt was mit nach Hause nehmen möchten, dann kostet das $25 per Kilogramm. Und ja, dann meistens kaufen die Leute so 3-4 Kilo oder so. Ja, und verdienen tue ich $27 die Stunde. Ich blende euch den Eurobetrag hier irgendwo ein. Ich glaube, es sind 17 irgendwas oder so. Und am Wochenende sind es $40. Das lohnt sich natürlich immer mehr, aber wir arbeiten sehr selten sonntags. Ja, es waren heute über 30 Grad und morgen werden, glaube ich, 34. Ja, aber der Tag ist geschafft, also morgen habe ich frei und Montag geht es dann wieder normal los. Ja, ich werde jetzt aber erstmal den Nachmittag genießen, es ist gleich 6. Essen, dies, das, Ananas. Bis bald. Und hier nochmal ein paar Tage später. Als wir die Flytraps angebracht haben, also die Fliegenfallen. Erst haben wir die alten komplett abgemacht und dann die neuen dran geknotet in allen 4 Gewächshäusern. Und ja, damit endet dieses Video auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Da freue ich mich sehr drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!